Willkommen, meine Lieben, zu dem neuen Video. Heute wollte ich euch einmal zwei Pokémon vorstellen, die ihr eventuell für die kommenden 7-Sterne-Event mit Logok benutzen könnt. Genießt diesen Guide natürlich mit ein bisschen Vorsicht, denn wir wissen natürlich noch nicht, welche Attacken Logok tatsächlich im Kampf haben wird. Dennoch finde ich diese zwei Pokémon ganz praktisch, wahrscheinlich auch gut nutzbar für den Solo-Bereich. Und heute wollte ich euch einfach mal zeigen, wie die aufgebaut sind. Jetzt schauen wir uns nochmal Logok im Detail an, welche Attacken es tatsächlich haben könnte. Im Prinzip haben wir dann hier durch den Multiplier 9030 KP. Bei den Attacken wäre was dabei wie Flammenblitz, Feuerschlag, Nahkampf, dann der Brandstempel, Sturzflug und Aeroass. Ihr seht schon, das Ganze geht in die physische Richtung. Er hat natürlich auch ein paar Spezialmoves, aber ich gehe mal davon aus, dass auf jeden Fall normal angreifen wird, also sprich mit dem normalen Angriff. Ansonsten halt Setup-Attacken, also im Sinne von Protzer, Schwerttanz, was ich eher denke sogar. Energiefokus könnte auch gefährlich werden. Hatte ja, glaube ich, auch Atmurai gehabt. In dem Fall halt für die erhöhte kritische Trefferchance. Und natürlich den Sonnentag, um die Feuerattacken zu verstärken, die es höchstwahrscheinlich auch nutzen wird. Ich denke aber dennoch, dass es dann halt darauf hinauslaufen wird, durch halt den Terra-Typ Flug in dem Fall, dass wir dann halt sowas wie Aeroass, Sturzflug oder so bekommen. Es gibt tatsächlich noch den ein oder anderen zusätzlichen Flugmove, aber wenn ich jetzt euch einfach alles aufschreibe, was existiert, dann haben wir nämlich so eine Liste und ich denke mal, dass ich mit der Auswahl hier ganz gut was rausgesucht habe. Ja, ansonsten, ich hoffe, dass euch diese Übersicht hier gefällt. Ich habe die gerade frisch für dieses Video erstellt, wird in Zukunft auch immer dann so erscheinen. Fangen wir an mit unserem Miraidon. Dieses haben wir mit Terra-Typ Elektro am Start, Item Großlinse. Item Großlinse brauchen wir, damit Metall-Sound halt auch wirklich trifft, weil das Problem ist nämlich dabei, dass es keine 100% Trefferchance hat. Ansonsten habe ich noch dabei den guten Reflektor. Und dann spielen wir halt mit dem Ladevorgang und der Blitztour. Reflektor natürlich, klar, für den verringerten Schaden. Der Ladevorgang, um dann halt mit dem Blitztour nochmal mehr Schaden machen zu können. Durch den Hydronenmotor legt ihr natürlich Elektrofeld, sobald ihr reinkommt. Heißt, im Endeffekt wird eure Elektroattacke noch zusätzlich verstärkt. Hier haben wir auf jeden Fall auch ein mäßiges Wesen. Dann haben wir bei den EVs KP und Spezialangriff erhöht. Und bei den DVs erhöht ihr natürlich alles außer den Angriff. Als nächstes kommen wir zu unserem kleinen süßen Wampitz. Die spielen wir tatsächlich mit Metronom. Im Prinzip Metronom verstärkt die Attacke, je öfter die halt in Folge ausgeführt wird. Als Attacken haben wir das Elektrofeld, den Säurespeier halt, um dann die Spezialverteidigung zu senken. Kalte Dusche aus dem Grund, um Angriff von dem Logok zu schwächen, also minus 1. Und natürlich die Parabolladung für den Damage. Hier haben wir tatsächlich denselben Aufbau mit einem mäßigen Wesen. Bei den KP und Spezialangriff haben wir die EVs erhöht und bei den DVs erhöht ihr einmal alles außer den Angriff. Ja, meine Freunde, das war's mit dem heutigen Video zum Logok. Ich hoffe natürlich, dass ich euch mit diesen beiden Pokémon ein bisschen weiterhelfen konnte. Wartet auf jeden Fall ab, ob Freitag oder Samstag dann der nächste Guide folgt, der finale Guide sozusagen, Solo-Strategie. Vielleicht habe ich auch eine One-Shot-Strategie für euch, aber das wird man dann sehen, wenn es soweit ist. Schreibt gerne in die Kommentare, falls du noch das ein oder andere Pokémon im Sinn hast, was für diese Geschichte vielleicht Solo ganz gut funktionieren sollte. Ansonsten würde ich mich natürlich sehr über ein kostenloses Abo freuen. Würde sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder, meine Lieben. Macht's gut und ciao, ciao.